Am 17. und 18. September feierte der Vertreter Standisch Kitzbühel das 10-jährige Jubiläum seines Charity-Golf-Turniers und sammelte dabei wieder für Hilfsbedürftige in der Region Kitzbühel. Beim schon fast legendären Galaabend im Grand Spa Rosa Kitzbühel war wie immer einiges geboten und 240 Gäste erlebten einen abwechslungsreichen und spannenden Abend, der schlussendlich mit einer Spendensensation endete. 70.000 Euro wurden vom VST für wohltätige Zwecke verbucht. Zum 10. Mal veranstaltet der VST Vertreterstammtisch ein Golfturnier und einen Galaabend und eine große Tombola. Und alles hat einen Sinn, denn es soll Geld eingespielt werden für in Not geratene Einheimische aus dem Bezirk Kitzbühel. Und der Präsident seit 10 Jahren ist der Fidschi Fiala, der dafür Sorge trägt, dass die Kasse gefüllt wird. Und im letzten Jahr habt ihr 50.000 Euro zusammenbekommen und wollt dieses Ziel heuer auch wieder erreichen. Also sensationell. Was ist der Vertreterstammtisch eigentlich? Der Vertreterstammtisch ist, wie ich schon in der Abendveranstaltung gesagt habe, vor 10 Jahren gegründet worden, weil wir festgestellt haben, dass Kitzbühel ein tolles Pflaster für Vertretungen sind. Es gibt in Kitzbühel die ältere Garde, das waren die Obenauer Burm. Michi, die kennst du auch noch. Da gibt es den Wolf Krutschnick, den Kerscher Martin, den Kerscher Hansi. Und wir haben damals festgestellt, wir waren damals die jüngere Garde vor 10 Jahren, wir machen einen Stammtisch. Und da wurde dann gleichzeitig die Idee geboren, wir wollen sozial für Bedürftige was unternehmen. Im Laufe der Zeit hat sich das dann herauskristallisiert. Wir wissen das alle, Charity-Veranstaltungen finden überall statt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, im Bezirk Kitzbühel von Kitzbühlern für Kitzbühler zu helfen. Ihr macht das Ganze ja sehr diskret. Es wird nicht groß geschrieben oder gesagt, wer das Geld eigentlich bekommt. Aber ich weiß auch vom Herrn Bürgermeister der Stadt Kitzbühel, Klaus Winkler, der sagt, also das ist super, was die da zusammenbringen und wie die den Leuten helfen. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist natürlich gar nicht leicht, dieses Geld aus den Leuten herauszukitzeln. Aber ihr seid da einfach Weltmeister, muss ich sagen. Ja, wir lassen natürlich unsere Kontakte spielen. Jeder von uns vertritt internationale Marken. Wir haben gestern ein Pro-Am gehabt, da haben wir einen Eco-Schuh versteigert. Wir bekommen Preise, wir werden heute noch eine tolle Versteigerung machen. Unsere Gönner helfen uns und wir arbeiten das ganze Jahr, dass wir diese Preise zusammentragen, damit wir dann aus diesen Preisen Geld lukrieren für unsere Bedürftigen in Kitzbühel. Ich habe gehört, ihr seid jetzt sogar in die Kategorie eingestuft, wo das steuerfrei gespendet werden darf, weil ihr einfach so tolle soziale Aufgaben übernimmt. Sonst, wenn man was spendet, muss man sie eigentlich aus der Privatschatulle versteuern. Ihr seid jetzt schon in der Kategorie, dass ihr Spenden annehmen dürft, die nicht mehr versteuert werden müssen. Ja, das ist ein großer Schritt nach vorne für unseren Verein gewesen. Wir wollten das, wir haben das angestrebt. Wir haben mit der Mithilfe vom Wirtschaftstreuhänder Pöll, Oberauch-Seiwald, haben wir das eingereicht, wie wir gehört haben, dass es das gibt. Ich habe in der Abendveranstaltung schon gesagt, Licht ins Dunkel ist der berühmteste Verein in dem. Wir arbeiten nur sozial. Geld, was wir einnehmen, spenden wir. Und es ist uns gelungen, in diese Liste aufgenommen zu werden. Ich kann euch dazu nur gratulieren und hoffe natürlich, dass es auch im nächsten Jahr wieder so ein Turnier geben wird. Ein 11. Charity zugunsten von in Not geratenen Kitzbühler Familien. Ich bin mir ganz sicher, dass es, kann ich jetzt schon versprechen. Wir werden weiter tun. Wir haben so viel Spaß dabei. Wenn wir dann im Oktober unsere Gewinne verteilen, was wir machen, Gewinne ist jetzt falsch ausgedrückt, unsere Spenden an Bedürftige, wo uns die Bürgermeister, Sozialsprenger im Bezirk helfen. Und das sind dann die tollen Momente. Dann wissen wir ganzes Jahr, was wir arbeiten, wenn wir vor Weihnachten Familien helfen, die wirklich in Not sind und wir können helfen. Das machen wir sehr gerne. Die Gruppe Jay & Friends sorgte bereits wie im Vorjahr für die musikalische Begleitung des Abends und verzichtete dabei für die gute Sache auch auf ihre Gage. Ebenso Mentalist Manuel Horeth, der als Mitternachtseinlage das Publikum mit seinen Tricks verzauberte und die geheimsten Wünsche seiner Kandidaten mit einem Blick erfasste.
Martin Schweiger ist der Vizepräsident des VSD, verantwortlich für die große Tombola. Das Geld kommt herein über Nenngeld für die zwei Golfturniere, aber natürlich auch über die große Tombola, die immer organisiert. Und es wird doch gar nicht leicht sein, diese Preise zusammenzubekommen. Du bist da verantwortlich dafür. Gehst du da hin oder fährst du hin oder telefoniert sie oder kommen die Leute vielleicht sogar selber? Ja, mittlerweile ist es schon so, dass sehr viele auf uns zukommen, sehr viele Gönner, vor allem sehr viele Gönner aus dem Bezirk Kitzbühel, die uns sehr stark unterstützen in dem Bereich. Unser Tombola ist sicher eines der Hauptaufhänger bei diesem Turnier und letztendlich auch einer der größten Geldquellen, die wir natürlich lukrieren können. Wahrscheinlich ist es deshalb so interessant für unsere Teilnehmer, weil jedes Los einen sehr hohen Wert erzielen kann. Das heißt, kein Wert ist unter 20 Euro und somit ist die Tombola natürlich auch sehr interessant und unsere Gönner kaufen sehr stark und sehr schnell unsere Lose weg. Man muss noch einmal dazu sagen, letztes Jahr habt ihr 50.000 Euro zusammengebracht und euer Ziel ist vielleicht heuer sogar mehr zusammenzubringen. Ja, das ist natürlich, die Latte liegt sehr hoch, aber ich würde mal sagen, jeder Tausender, der im Bezirk bleibt, für Bedürftige im Bezirk Kitzbühel, ist natürlich ein wertvoller Tausender. Natürlich haben wir den Ehrgeiz, mit 24 Männern das Ergebnis zu toppen zum 10-jährigen Jubiläum, aber ich sage einmal, das ist nicht das Wichtigste. Am Ende des Tages zählt jeder Tausender, würde ich sagen. Richard Urbanek, weltbekannter Gesellschaftsreporter aus Kitzbühel, besser bekannt als Urbi, kommt bei vielen Golfturnieren zum Fotografieren, zum Berichten. Viele von diesen Golfturnieren sind in letzter Zeit Charities gewesen, also für einen guten Zweck. Aber ich glaube, dieses VSD-Turnier unterscheidet sich schon von vielen anderen Turnieren. Na gut, ich glaube, das Erste, dass dieses Turnier von den anderen unterscheidet, ist das, dass es Kitzbühler sind oder zumindest in Kitzbühel Ansässige, so wie der Urbi, der auch irgendwann einmal vor Wien gekommen ist. Und die sind unterwegs und versuchen, Kitzbühlern zu helfen mit ihrem Charity-Turnier. Und ich glaube, das ist entscheidend dafür, für den Erfolg und auch für die irrsinnige Aufwendung, den irrsinnigen Aufwand, den die treiben können und die auch 50.000 oder über 50.000 Euro lukrieren können. Das ist schon irgendwie ganz gewaltig. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt noch einmal, für Kitzbühler von Kitzbühlern. Du hast ja auch mit beigetragen, dass da tolle Preise für die Versteigerung zum Zuge kommen. Du hast vom Ivan Marsola, einem Italiener, ein Bild geschnurrt und das ist heute gleich da zur Verteilung gekommen, oder wie war das? Nein, das Bild, ich habe das nicht, das ist vom Tristan, den habe ich davon erzählt, der ist wirklich ein weltberühmter Maler mittlerweile. Und der Club hat es dann so gemacht, dass es anstatt versteigert wird, dem Marsola als Geschenk gegeben wird, als Dank für seine Anstrengungen, die er macht. Und dieses Bild wird dann im Club in Grado aufgehängt sein. Und so hat der Künstler auch was davon. Und der Tristan ist wirklich mittlerweile ein weltbekannter Maler. Und ich will gar nicht davon reden, was das Bild wirklich wert ist. Aber wir haben natürlich auch eine Versteigerung. Versteigern heißt, unser Präsident, der Fidschi, geht herum und versucht, einen möglichst hohen Betrag zu erzielen über einen sehr hochwertigen Versteigerungspreis. Und jetzt exklusiv für euch im Speziellen sage ich euch, was das sein wird. Und zwar ist es eine Vespa im Retro-Look zur Verfügung gestellt von Fünferl. Die Bar kennt natürlich jeder in Kitzbühel. Der Peter von Fünferl, im Hintergrund die Familie Janin, hat uns eine Vespa im Wert von 1.000 Euro zur Versteigerung zur Verfügung gestellt. Und das wird jetzt demnächst da im Raum über die Bühne gehen und wir hoffen, sehr viel Geld dafür zu bekommen. Schauen wir uns das mal an. Das werden wir uns anschauen. Ja, danke. 4.300 zum dritten und zum letzten. Frau Dr. Eichbauer Sturm, die Gabriela, Schirmherrin des VSD, hat jetzt hier ersteigert diese Vespa im Retro-Look. Werden Sie mit dem in der Gegend herumfahren? Sicher. Ich meine, das ist doch ein tolles Moped und ich meine, ich liebe die Mode der 50er Jahre und das passt total zu mir. Sie sind ja Internistin, aber hier in Kitzbühel speziell als Rheumatologin tätig. Kriegt man da nicht Rheuma, wenn man da mit dem herumfährt? Nein, keineswegs. Rheuma ist eine angeborene Krankheit und die kriegt man nicht bloß, wenn man jetzt mit einem schnellen Gerät durch die Gegend fährt. Also dann wünschen wir gute Fahrt. Ich danke vielmals. Schlussendlich zog VST-Präsident Fidschi Fiala eine äußerst positive Bilanz der vergangenen zwei Tage.
Mit den 70.000 Euro werde man tolle Projekte realisieren und bedürftigen Kindern, Familien und Hilfsorganisationen in der Region unter die Arme greifen können. Wie schon bei den vielen Projekten in den Jahren zuvor, in denen der VST in seiner Turniergeschichte einen Spendenerlös von über 253.000 Euro weitergeben konnte und nun mit den 70.000 Euro von 2010 auf eine überragende Gesamtsumme von über 323.500 Euro für den guten Zweck bilanzieren, bleibt uns nur mehr zu sagen, Hut ab vor dem VST.